Hallo und herzlich willkommen zurück zur Medieval Dynasty. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid an diesem wunderschönen Donnerstag oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht regnet es ja auch. So, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt dann nach Denica und nach Rolnica und machen uns dann auch auf den Weg. Oh, ist so schön. Wir brauchen Dünger. Sonst wird es hier nichts. Wir haben noch Sommer, ne? Aber im Sommer können wir eh nichts anpflanzen, fällt mir gerade ein, ne? Im Sommer kann man doch den Kohl kann man nochmal anpflanzen. Dafür brauchen wir Dünger. Also, wir nehmen Dünger mit auf dem Rückweg. Mal gucken. Und Dung und sowas, damit unsere Lieben nochmal die Möglichkeit haben. Ich muss mal gucken, habe ich jetzt gar nichts dabei? Doch. Okay, ich muss nur ausrüsten. Genau, dann können wir nämlich vielleicht doch nochmal eine Runde Kohl anpflanzen. Oh, war ich hier schon? Das sieht voll schön aus mit den Blümchen hier. Voll gut. Aber der ist leer. Da waren wir schon. Okay. Aber es schaut trotzdem voll schön aus. Oh, guck mal. Es ist einfach die Liebe zum Detail, ne? Es ist einfach der Wahnsinn. So schick, ne? Da fällt es einem auch echt schwer, Thumbnails nicht mit der Landschaft zu machen. Weil es einfach so wahnsinnig schön ist, ja? Das möchte man einfach allen zeigen, was man so sieht. Ja, total cool. So, let's look. Jetzt müssten die ja dann wach werden und sowas. Ich gucke mal, haben wir hier noch ein paar Bärchen dran? Ja, super. Die würde ich nämlich gleich gerne noch ein bisschen essen. Weil tatsächlich ist es ja ums Wasser so ein bisschen. Wenn wir unsere Durstanzeige anschauen, dann ist die relativ runter. Aber wenn wir jetzt dann die 50 Bären oder sowas essen, 52, dann müsste es eigentlich richtig gut ausschauen bei uns, ne? Und das Wasser ist auf die Überholspur und hat überholt und yay! So. Alles gut, ne? Alles tutti, alles supi. So, dann schauen wir mal. Was willst du denn? Wer bist du? Der Roderick. Wie kann ich dir helfen? Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm. Ja, das können wir machen. Sehr gut. Nächtliche Jagd. Wildschweine oder Bären? Vier Bären. Genau. Auf alle Fälle nicht. 19 Stein und 23 Rundhölzer. Na, klasse Geschichte. So, jetzt gucken wir aber erstmal, wo ist denn unser. Da ist der Dagobert. Ne, der hat wieder 1400. Hier kannst du alles haben. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Einer kostet 2,1. Okay, das ist ja in Ordnung. Pass auf, wir machen mal nur 180 und die 6 lassen wir mal als Reserve. Und da verkaufen wir halt auch. Naja, gut, die 23, ne? Haben wir 241 Münzen bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht so viel, aber okay. Ach, und die Hämmerchen haben wir auch noch. Wie viel hat er noch? 800. Naja, ist doch in Ordnung. 157,5. Cool. Dann sieht es doch wieder ein bisschen besser aus. Und gleichzeitig nehmen wir uns halt den Dung mit. Und zwar nehmen wir dann mal die 70 mit. Ne? Müssen bloß ein bisschen mit dem Dingsbums, mit dem ganzen Gewicht aufpassen. Ich habe jetzt keine Axt dabei. Sprich, wir können jetzt hier erstmal bei der Quest nur die Steine erfüllen, aber ich denke, das ist in Ordnung jetzt erstmal. Ne? Gucken wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten auf alle Fälle Steine rumliegen, ja, oder oben, ne? Dann können wir das schon mal machen. Und dann gucken wir einfach mal. 19 Rundhölzer sind natürlich schon schwer, aber ich habe jetzt auch keine Axt dabei. Ich will jetzt aber auch eigentlich da unten keine Bäume fällen. Nee. Wir gucken mal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier Steine. Sieht nicht so aus. Hallo, Steine? Nee. Okay. Die Büsche da sehen ganz komisch aus. Die zwei einzelnen. So von weitem, ne? So, aber auch hier ist jetzt nichts an Stein. Hier, jetzt ist die Musik weg. Da ist ein Stein. Woohoo! So, aber hat man erstmal einen Stein gefunden, ne? Dann müsste es doch tatsächlich eigentlich ein bisschen leichter werden. Mal gucken. Hier sind auf alle Fälle noch Hölzer, Stöcker. Kira, du sollst doch aber gar keine Stöcker sammeln. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Stein. 19 Stück, guck mal. Na, siehst du, ich sag ja, na, hast du erst mal einen entdeckt.
geht's dann ein bisschen leichter. So, da drüben, hier sind auch ganz viele. Hier jetzt gerade nicht, aber hier drüben. Schau, da siehst du. Ach, gucke mal, ne? Da ist auch ein Stein. Also unter den Kiefern, wenn die so als kleine Gruppe stehen und da der Boden so ein bisschen anders ausschaut, also nicht so grasig, dann sind da eigentlich immer ein paar Steine. Könnten mehr sein, was ist das? Ist das ein Fuchs, ein Wolf? Ein Fuchs ist das, okay. Wolf eigentlich nicht. Rehe, wir müssen dann aber Wildschweine holen. So, hier war es das schon mit den Steinen. Toll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir uns wieder mal so schwer tun, ne? Da ist noch ein Stein. Ja, unten am Wasser gibt es oft noch Steine, ne? Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so weit laufen. Aber gut. Wir haben jetzt 12. Na gut, jetzt fehlen halt noch 7 Stück. Da sind noch 2. Da war doch gerade auch noch einer, oder? Nee, es war bloß der. Da ist einer. 16. 3 noch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Tun wir noch ein paar Bärchen sammeln. Können wir gleich. Da ist noch einer. Ja, perfekt. Jetzt gucken wir mal, wo hier noch. Ja, ist gleich. Da bin ich mir sicher. Oh, mir schwirrt eine Fliege um den Kopf herum. Das ist voll blöd gerade. Die nervt. So. Da ist noch ein Stein. Jetzt brauchen wir noch einen. Den finden wir schon. Aber wisst ihr, dann haben wir halt einfach den ersten Teil schon mal erledigt und dann können wir rüber nach Rolnica und dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja eh gesagt, wir brauchen, glaube ich, so eine Kupferaxt. Vielleicht kaufen wir uns einfach eine, benutzen die so ein bisschen, bis sie kurz davor ist bis sie kurz davor geht, kaputt zu gehen und dann, können wir hier ein paar Bäumchen umhauen. Ich denke, die Mischung macht's. Ein paar Bäume holen aus dem Lager und ein paar. Ich würde sagen, sind da Rehe, aber das sind die Ziegen. So, jetzt steht er natürlich nicht mehr. Da sitzt er. Habt ihr nichts zu tun, Herrschaften? Eieiei. So, sind wir schon mal die Steine los? Dann geht's ab nach Rolnica. Warte mal, ich will noch schnell die Bären hier noch mal ein bisschen essen. Ja, gucke mal. Ja, das sieht doch gut aus. Fast voll. Achso, und dann Wildschweine, ne? Wildschweine waren hier doch eigentlich. Nee, wir machen das erst eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt erst rüber nach Rolnica und dann schauen wir wegen den Wildschweinen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? 2/3 haben wir noch von der Jahreszeit. Wir finden auf alle Fälle noch Wildschweine. Da mache ich mir keine Sorgen. Und wenn wir nochmal nach Richtung Rolnica gehen oder sowas, da gibt es ja auf alle Fälle welche. Scha. Mal ein bisschen schwimmen gehen, hm? Können wir uns gleich wieder ein bisschen sauber machen. Oh, ich liebe das, ne? Es ist so schön. Hallo, ihr Fischlis. Ja, ja. Irgendwann kennt man die Lieder dann doch so ein Stück weit auswendig. So, theoretisch können wir ruhig da lang gehen, ne? So. Gehen wir schwimmen. Tun wir den mal weg. Tun wir uns einfach an, ne? Jo. Jut. Bin ich mal gespannt. Irgendwas in der Nähe? Nee, noch nicht. Noch ist nichts da, was uns was Böses will. Gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier sogar Wölfe rumlaufen, ne? Da ist ein Reh. Rehe sind immer gut. Da, siehst du? Aha. Das ist auch ein Reh. Rehe sind okay. Ja, dann sind wir dem Wolf ja gut ausgewichen. So. Okay. Dann, schau mal, da sehen wir die Quest schon.
Mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen was vom Dung mitnehmen. Und dann wäre gut zu wissen eigentlich, wie viel wir an... Können wir eigentlich nachsehen, was wir im Lager haben? Speicher, Ressourcenlager. Tatsächlich. Ach, wie cool. Cool sammeln. 120. Okay. Zwiebelsamen. Ich glaube, den Kohl kann im Frühjahr oder Sommer gepflanzt werden. Genau, ich glaube, der Kohl ist so ziemlich das Einzige, oder? Was man im Sommer anpflanzen kann. Hi, du. Wir müssen diesmal wieder aufpassen. Dung. 50. So, dann haben wir 120, dann haben wir für 60. Das ist okay. Ich denke viel mehr. Mal Kohl, genau. Hafer im Frühling. Karotten, Winter oder Frühjahr. Kohl, Frühling oder Sommer. Leinensamen im Frühling. Mohn im Frühling. Hey, Roggen im Herbst. Rote Beete im Frühling. Weizen, Frühling oder Herbst. Okay, also tatsächlich ist der Kohl etwas, das könnte man nochmal so richtig, aber dafür fehlt das Geld. Und das Gewicht, ich muss das Zeug ja auch, also das Düngerzeug muss ich da jetzt erstmal rüberkriegen und das, ach, Pomi mir schon wieder. So, hi. Ich könnte tatsächlich deine Helfer, ich überlege meine Felder zu erweitern. Okay, dann tun wir doch ein paar Bäume umhauen. Das ist doch in Ordnung. Ne? Neue Felder, wie viele müssen wir machen? 20 Bäume fällen. Okay, das ist tatsächlich schon viel. Naja, kriegen wir hin. Okay. Gut, so. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Dame haben. Da ist gar nichts so wirklich gut. Das ist auch eher so durchschnittlich. Du bist jetzt auch nicht so die hellste Birne. Oh, na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt nach Lesnica, weil da ist ja, ja, wird ein langer Spaziergang. In Lesnica ist ja der Schmied, wo ich ja dann gucken wollte. Genau, und vielleicht finden wir unterwegs doch nochmal ein paar Wildschweine. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube aber, hier rennen keine Wildschweine rum, oder? Ach, schön wäre es. Ich glaube hinter Lesnica. Ich glaube vorher nicht. Müssen wir mal gucken. Augen aufhalten und dann schauen wir mal. Das ist ein Luchs, ne? Genau, ein Luchs und ein Hirsch. Das ist auch nochmal ein Hirsch. Da ist eigentlich nichts, okay. Und ich glaube tatsächlich hinter Lesnica. Oh, hallo. Es ist immer so ein bisschen die Frage, greifen die mich wirklich an, wenn die mich sehen? Ist das so wie bei einem Wolf? Oder denken die sich, kommen mir nicht zu nahe? Das ist, glaube ich, schon klar. Aber sind die wirklich so gepolt, wenn du ihnen zu nahe kommst, dass sie dann direkt auf dich losstürmen? Ich will es gerade nicht herausfinden. Ja, jetzt will ich erst mal rüber nach Lesnica. Der Weg ist eh schon weit genug. Ich finde, es zieht sich. Ich finde, der Weg nach Lesnica, von Rolnica nach Lesnica, der zieht sich echt ungemein. Also, das ist schon immer ganz schön krass. So, gucken wir mal. Ich würde gerne mal hier hinten so ein bisschen durchgehen. Oh, okay. Entschuldigung. Dann halt nicht. Die lassen mich immer nicht. Dabei dachte ich, ich hätte gerade irgendwas Cooles gesehen. Naja, ich bin gespannt. Die haben ja tatsächlich über Steam, kannst du dir ja schon mal so ein paar Infos vorab holen bezüglich der Speicherstände. Darüber sollten wir uns übrigens Gedanken machen. Wie handhaben wir das? Was machen wir? Bleiben wir auf der Version 0.6.0.5? Oder machen wir das Update und probieren das irgendwie, und es kann eben halt sein, dass nicht alles so astrein läuft. Es kann passieren, dass unser Dorf plötzlich im Wasser steht, weil sie geschrieben haben, dass sie die Karte ein Stück verändert haben. Oder fangen wir tatsächlich neu an, damit wir alle Futures mitbekommen.
Was meint ihr? Was wollt ihr? Was habt ihr Lust, nochmal von vorne anzufangen? Oder sagt ihr, boah, Kira, nee, ey, schon das vierte Mal dann? Wir tun uns da jetzt gerade ein bisschen schwer. Vielleicht lieber nur als Livestream, wenn du dann mal einmal die Woche dazu kommen solltest, einen Livestream zu machen. Ja. Was tun wir? Dammrocker. Eine Jägerin. Ja, was tun wir? Was wollen wir machen? So, was hast denn du hier für Waren? Du hast nur eine Steinaxt. Na, die kann ich mir selber bauen. Ist echt eine schwere Entscheidung, finde ich. Mir ist es im Endeffekt egal. Ich fange auch nochmal neu an. Ja, ich meine, klar, wir sind jetzt hier super weit gekommen. Vielleicht, weiß ich nicht, wäre auch die Überlegung, ob wir sagen, okay, gut, wir machen jetzt halt am morgigen Freitag nochmal eine Folge und pausieren dann bis zum 23. und starten dann eben halt mit einem Livestream. Und ich werde meinen Mann schon irgendwie davon überzeugen, dass er mir den Rücken frei hält für den Abend. Mal schauen. Fangen dann eben halt als Livestream an. Das lade ich dann eben halt geschnitten nach dem Wochenende. Also ich glaube, der 23. ist ein Donnerstag. Ja, es ist der Donnerstag. Dann könnte man sagen, okay, gibt mir Freitag, Samstag, Sonntag Zeit, dann schneide ich das und dann gibt es ab Montag dann im Prinzip die Folgen auf YouTube. Wir haben schon genügend Möglichkeiten. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen überbrücken, damit ich euch das erzählen kann. Warte. Ne, und dann machen wir danach halt weiter. Ja, oder sagt ihr, lass mal, Medieval Dynasty lief jetzt schon so lange, wir hören damit ganz auf und suchen uns was ganz anderes an Projekten. Hallo? Okay, genau. Ich würde einfach mal eine Umfrage starten. Ich habe ja noch keine 1000 Abonnenten, deswegen kann ich das eben halt nicht so groß machen wie jetzt zum Beispiel unser lieber Bogas. Wir wollten gucken wegen den Wildschweinen, ne? Die sind hier hinten irgendwo, glaube ich. Genau, also Möglichkeit Nummer 1. Wir spielen auf der Version weiter und ignorieren das Update. Das funktioniert. Möglichkeit Nummer 2. Wir spielen ganz normal weiter und fangen am 23. dann neu an. Ob nun mit Livestream und danach erst und mit neuen Folgen oder wie auch immer, das kann man dann ja immer noch sehen. Oder Möglichkeit 3 ist, wir probieren es einfach, irgendwie den Speicherstand mit rüberzunehmen und auf gut Glück. Warte mal, jetzt haben wir... Oh, ich glaube, ich muss mir das... Ich schreib's in die Videobeschreibung. Und ich mache nochmal einen Kommentar, dann könnt ihr da drunter unter das Kommentar antworten. Das könnten wir auch noch machen, ne? Und auf Discord halt, ne? Und Facebook und Instagram und sowas kann ich das auch machen. Wildschweine. Ah, wusste ich doch. Was? Okay, ich sehe dich schon. Komm halt her. Oh, der kommt wirklich. Oh, haben wir den... Okay. Na gut. Also wie gesagt. Oder wir machen jetzt dann bis... jetzt ist natürlich für einen Tag ein bisschen knapp. Bis Sonntag spielen wir jetzt dann noch weiter. Und machen dann eine Pause bis zum 23. Starten dann eben halt am 23. neu. So, ich hoffe, ich habe das... Wie gesagt, ich schreibe es in die Videobeschreibung. Okay, dann könnt ihr nochmal durchlesen, damit ich nicht zu viel durcheinander jetzt erzähle. Aber ich denke, es gibt halt 3 bis 4 Möglichkeiten, wie wir das jetzt handhaben wollen mit dem Spiel. Fakt ist eins, ich liebe Medieval Dynasty. Es wäre für mich vollkommen in Ordnung, neu anzufangen. Es wäre für mich vollkommen in Ordnung zu sagen, wir spielen hier einfach ganz normal weiter. Ja, ohne das Update. Was cool irgendwie, glaube ich, wäre, ihr könntet ja... Scheibenkleister, und das ist halt jetzt blöd, ne? Jetzt. So.
Was bestimmt auch interessant wäre, nicht cool. Cool ist so wertend, aber was interessant wäre, es ist so ein bisschen neutraler und ja. Wenn ihr sagt, wo wir bauen und ich dann versuche, das Beste draus zu machen. Ist mir gerade so, einfach mal gucken, ne, auf der Karte, einen Platz suchen und dann ja mal schauen, was wir draus machen könnten. Ja, einfach mal so ein bisschen die Herausforderung suchen, wo es nicht so ganz bequem ist vielleicht oder sowas. Oder, ne, oder wir machen eben halt das mit der Challenge, was ich ja mal angefangen habe, was ja eigentlich auch ganz, ganz cool ist. Wobei ich nicht weiß, wie das sich mit den Räubern und sowas dann verhält oder Banditen, ne? Sind das. Ich glaube, wir haben, ne? Ich glaube, wir haben inzwischen genug nächtliche Jagd, genau, da können wir dann mit Gottfried sprechen. Ja. So, ich bin da relativ offen. Also, ich denke, wir machen das so. Dass ich jetzt bis Sonntag auf alle Fälle noch abwarte, wie eure Meinungen sind. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen, ne? Laufen ja noch genug andere Videos auf dem Kanal. Also es ist jetzt nicht so, also dass euch langweilig werden sollte, egal wie es ausgeht. Und ich habe, wie gesagt, es ist auch okay, wenn wir weiterspielen. Ja, wir machen das einfach ganz entspannt. Genau, so. Und von daher mache ich jetzt auch erstmal eine Pause. Ich weiß, es ist heute eine kürzere Folge, aber ja, die Zeit drängt. So, dann vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, ja. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und ich probiere das jetzt hier mit dem Typ, mit dem Neuspeichern und sowas aus und dann kann ich euch das hinterher sagen. Also dann, macht's gut, ciao, ciao.